Wir stehen hier in der Mitte unseres Erzbistums an heiliger Stätte. Hier werden unsere Priester geweiht, die in den einzelnen Gemeinden die Sakramente Christi feiern. Also jetzt fangen wir an hier. Und dann gehen wir so langsam rüber, dass jeder zusammen durchkommt. Und Sie noch bitte auch nachdenken. Nein, bitte. Einmal in die Mitte, bitte. Einmal in die Mitte. Und einmal daneben, bitte. Wo ist wo? Was daneben? Einmal weg, nochmal strahlend. Ja. Hier wird strahlend, ja. Und mal zu mir gucken, einmal. Den machen wir mal hier. Ja. So, und jetzt geht es zum Glück nicht nach Schönheit, dann gehen wir hier auch noch rein. Genau. Gefällt mir mal. Aber wir kommen schon sehr nahe. Ich fühle mich jedenfalls mit diesem Rot sehr wohl. Und weltliches, besonders kölsches Gut ist dem Gottesmann ja durchaus nicht fremd. Klar, wer seit 14 Jahren in dieser Stadt lebt und arbeitet, muss schon Stellung beziehen. Ob es nun um den FC geht oder um andere Karnevalsvereine, Meißner macht mit. Aber auch Kardinal Meißner ist ein Profi vor dem Mikrofon, ob von der Kanzel oder im Studio. Es ist traurig, dass es 750 Jahre Zeit gebraucht hat, ehe wir auf die Idee eines eigenen Radios gekommen sind. Radio Vatikan ist uns da etliche Nasen weit voraus. Kardinal Meißner ist ein kunstinteressierter Mann. Für die Domwallfahrt hat das Erzbistum einen Malwettbewerb an Kitas und Schulen veranstaltet. Heute wurden die Gewinner gekürt. Also im Grunde genommen ist jedes Bild sehr schön, aber wer die Wahl hat, hat die Qual. Wir müssen aus jeder Gruppe, können wir nur eins auswählen. Bist du ferner bereit, das von den Aposteln überlieferte Glaubensgut, das immer und überall in der Kirche bewahrt wurde, rein und unverkürzt weiterzugeben? Ich bin bereit. Sind wir verführt? Nein, Gott, ja, inzwischen war ich schon nicht. In Maria Zell bei Regen und so. Also, das ist schön, dass wir beide das erleben hier. Ja. Er hat's gut gemacht. Und darin ist er mir ein Vorbild. Wenn ich schwere Entscheidungen zu treffen habe, gehe ich hier runter. Ich freue mich sehr, dass unser Dom heute voller Musikanten ist. Musik liegt in der Luft und deswegen herzlich willkommen, Chef, den Höhnern, und ich freue mich auf diese anderthalb Stunden hier.